Seelen allein. Sieh mal, wen ich aufgelesen habe. Hey, das hört sich an, als wäre ich ein Straßenköter oder sowas. Das wäre ja nicht so schlimm. Ich würde dich sofort adoptieren. Wie ist der Ärztekongress gewesen? Naja, nicht sehr informativ. Eher dröge. Und diese ewigen Unterhaltungen über Golf interessieren mich nun mal nicht. Sei doch so lieb und hol uns etwas zu essen. Ich bin halb verhungert. Ach ja, mir wäre jetzt ehrlich gesagt nach was anderem zumute. Das gibt's zum Dessert. Okay, dann hole ich uns erstmal was zu essen. Bis gleich. Bye. Bis gleich. Ich dachte, Cruz wäre noch hier. Nein, der ist schon eine ganze Weile weg. Und wie war euer Essen und sonst alles? Das Essen war toll. Alles andere war beinahe perfekt. Sag mir, was los ist, ha? Huh? Ich weiß auch nicht. Mir ist nicht geheuer dabei. Weißt du, einerseits ist Cruz wirklich reizend und er versteht meine Gefühle und meine Gedanken. Und zusammen suchen wir vorsichtig einen Weg für uns beide, weißt du, so als bewegten wir uns auf noch unerforschtem Gelände. Doch an seiner Seite fühle ich mich sicher. Das klingt doch perfekt. Ja, das ist es auch. Doch dann fällt mir ein, dass er diese Reise schon mal gemacht hat. Und dann kommt es mir beinahe so vor, als schriebe er im Hinterkopf eine Postkarte an Eden. Und zwar etwa so: Ich verlebe hier eine wunderschöne Zeit und wünschte, du wärst hier. Um wie viel ist unsere Auflage eigentlich gestiegen? Wirklich? Scheint, je mehr Ärger ich habe, umso populärer werde ich. Also, ich brauche Folgendes. Stell mir diese Zahlen so zusammen, dass ich es kapiere, und dann werde ich sie mir vor dem Meeting spätestens nochmal durchsehen. Gut. Hallo, Angela. Ihr seht ja wirklich schlimm aus. Nein, das sieht eigentlich bloß so aus. Susanne und Katharina haben ja alles in Ordnung gehalten, während die Bezirksstaatsanwaltschaft mich vor Gericht gezerrt hat. Und, wie fühlt man sich so? Unglaublich gut. Was ist, könnte ich dich vielleicht dazu überreden, mit mir essen zu gehen und deine Arbeit eine Weile liegen zu lassen? Essen? Daraus wird nichts. Das hier ist nur halb fertig und dann wartet noch mein Leitartikel. Was hast du denn da unterm Arm? Mein Konkurrenzblatt, richtig? Das hier? Ja. Das ist der Santa Barbara Bulletin. Es ist doch immer gut, sich vielseitig zu informieren. Ach, wie kann man bloß... Das ist doch ein Schmutzblatt. Das ist absoluter Schrott. Hast du das mal ganz gelesen? Vom Anfang bis zur letzten Seite, was kam dabei raus? Irgendwas Interessantes? Es gibt nie etwas Kontroverses in dem Blatt, sondern nur gefährlichen Unsinn und sonst nichts. Und jetzt gehört der Unsinn dir. Was soll das heißen? Ich hab's gekauft. Das nächste Mal spar die 25 Cent. Meine Investition war erheblich größer. Ich habe nicht nur dieses Exemplar gekauft. Ich habe den gesamten Bulletin für dich gekauft. Er gehört dir. Du bist ab sofort der neue verantwortliche Herausgeber des Santa Barbara Bulletin. Überrascht? Mason, hier ist ein sehr gutes Angebot für eine Ladung Cabernet von unserem Händler in Sonoma. Könntest du den Kaufauftrag abzeichnen, bitte? Es ist doch nicht nötig, dass du damit zu mir kommst. Ich vertraue dir vollkommen. Ich hätte dennoch gerne deine Unterschrift. Dann ist sichergestellt, dass es keinen Ärger gibt. Bitte. Hier dein Stift. Danke. Hör zu. Seit einiger Zeit meiden mich die Leute und keiner leistet mir Gesellschaft. Vielleicht bist du so nett und setz dich nur für ein paar Minuten. Es ist noch wahnsinnig viel aufzuarbeiten nach all diesen wundervollen Festtagen. Du kannst mir nicht ewig aus dem Weg gehen. Vielleicht ja doch. Wir arbeiten zusammen. Was es ja so schwierig macht. Wäre ich nur konsequent genug, hättest du meine Kündigung schon längst in Händen. Die würde ich ablehnen. Die würde ich in 1000 Stücke zerreißen und mich mit dir hinsetzen und mit dir reden, bis eine Lösung gefunden ist. Ich würde mit dir nicht diskutieren. Gut, dann reden wir übers Wetter oder die Börse. Und wenn wir uns wie Erwachsene verhalten, dann reden wir über Warren. Hast du ihn seit dem Prozess gesehen? Ich verstehe dein Verhalten nicht. Du scheinst wirklich einen perversen Spaß daran zu haben und deswegen quälst du mich. Du warst derjenige, der unsere Verlobung gelöst und Schluss gemacht hat. Seitdem stelle ich keine Ansprüche mehr an dich und du hast auch kein Recht dazu. Also, wann lässt du endlich diese fiesen, dummen Anspielungen auf mich und Warren? Thank you.
Das ist absolut unglaublich. Mein 15.000 Dollar Sicherheitssystem, angeblich feuerfest, wurde barbarisch zerstört. Sprich zu mir, sprich zu mir! Ich bin ein 15.000 Dollar Sicherheitssystem, angeblich feuerfest. Sowas. Hallo, Lionel. Hallo, Lionel. Du machst mein 15.000 Dollar Sicherheitssystem kaputt und alles, was dir dazu einfällt, ist Hallo, Lionel. Würde es dir helfen, wenn ich mich entschuldige? Nein. Oder würde es dir helfen, wenn ich dir sage, dass es keine Absicht gewesen ist? Oh. Bestimmt hast du nur den Baseballschläger testen wollen. Sie kann wirklich nichts dafür. Wir kommen gerade von ihrem Psychiater und der sagt, dass Dash recht hatte. Sie leidet unter postnatalen Depressionen. Oh, verstehe. Also, nichts Außergewöhnliches. Ist das heilbar? Der Arzt hat ihr Beruhigungsmittel dagelassen. Gut, die kann ich auch gebrauchen. Und mit den Beruhigungsmitteln und einer Serie Therapiesitzung finden Sie das Problem und bringen es unter Kontrolle. Und das klappt. Warten wir es ab. Tja, der Doktor sagte auch, er kennt wenige Fälle, die so ernst sind wie Moms. Wie hieß das noch? Atypisch hat er es genannt. Unser Glück, hä? Es tut mir so leid, Leine. Ich kann dir's ja bezahlen. Du kannst bezahlen? Ja. Und keiner muss sich aufregen. Lassen wir das. Meine Versicherung wird das schon regeln. Wenn ich nur wüsste, wie ich den Anspruch formuliere. Aber Gina, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich bin schon recht erledigt. Aber diesen Doktor, den mag ich, denn der hilft mir. Oh gut, das hoffe ich für dich und uns alle. Ich war ja noch verabredet. Und Kinder, im Eisschrank findet ihr was zu essen. Oh, darf ich mal? Nur zur Sicherheit, falls Gina wieder ausrastet. Na klar. Tja, ist jemand hungrig? Na klar, Mom. Ich bin satt. Aber mein Kleiner hier ist hungrig. Okay, dann lassen wir dich am besten allein. Okay. Na gut, dann also nur wir beide. Oh, ist ja auch mal ganz schön, Ted. So, Liebling. Jetzt kriegst du endlich was zu trinken und dann wird's schön geschlafen. Ich bin ein 15.000 Dollar Sicherheitssystem. Ich bin ein 15.000 Dollar Sicherheitssystem. Ich bin ein 15.000 Dollar Sicherheitssystem. Du darfst nicht vergessen, ihr steht erst am Anfang. Ach, aber das ist ja ein Teil des Problems. Ich bin nie ganz sicher, wann er an Eden denkt und wann er mit seiner Aufmerksamkeit bei mir ist. Hat Cruz dir mal etwas gesagt, was dich an seinen Gefühlen zweifeln lässt? Ja, es gab schon hin und wieder etwas, aber deshalb zweifle ich nicht an seinen Gefühlen für mich. Allerdings habe ich manchmal trotzdem das Gefühl, dass er mich nie so lieben wird, wie er Eden geliebt hat. Wir müssen nicht drüber sprechen, wenn du nicht möchtest. Weißt du, es geht mir nicht um Kleinigkeiten, aber er hat im Schlaf gesprochen und mir wurde plötzlich klar, dass sein Leben nach wie vor völlig auf Eden fixiert ist. Er kann sie nun mal nicht vergessen. Bist du dir ganz sicher? Absolut sicher. Ich frage mich oft, ob Cruz sich denkt, dass vielleicht seine Beziehung mit mir dazu führt, dass Edens Bedeutung im Leben ihrer Kinder schwindet. Das ist unmöglich. Sie ist ihre Mutter. Ich weiß, aber ich verstehe auch, was er fühlt. Ich meine, den Kindern fehlt ihre Mutter und die kann ich nicht ersetzen. Ihnen fehlt vor allem jemand, bei dem sie sich sicher fühlen. Und du hast das geschafft, Susanne. Ja, ein bisschen vielleicht, aber manchmal denke ich, dass sie mich nie ganz akzeptieren werden. Ach, du darfst dich nicht schlechter machen, als du bist. Das hast du nicht nötig. Cruz sagt das auch immer. Gut, dann hör auf ihn. Das versuche ich ja. Ich versuche wirklich positiv zu denken. Aber sein Unterbewusstsein scheint sich gegen uns zu stellen. Als er im Traum gesprochen hat, weißt du, hat er nach Eden gerufen. Hast du ihm davon erzählt? Nein, ich meine, er hatte ja gar keine Kontrolle darüber. Weißt du, was ich denke? Nein, erzähl's mir. Ich denke, Freud hatte recht. Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Und ein Traum nur ein Traum, richtig? Red dir nichts ein. Oh, wenn ich daran bloß glauben könnte. Aber es ist leider alles so kompliziert zwischen Cruz und mir. Ich meine, wir machen gerade erst die ersten Erfahrungen und unsere Beziehung ist noch fürchterlich zerbrechlich und unsicher. Und ich gebe zu, ich könnte noch lange so reden, aber die Wahrheit ist, ich habe Angst,
Angst, mich völlig auf Cruz einzulassen und dann enttäuscht zu werden. Mein Instinkt sagt mir, ich sollte weglaufen, so schnell es geht und ohne zurückzublicken. Ja, du hast recht. Warren ist schon immer ein Wunderpunkt zwischen uns gewesen. Nur weil du niemals aufhören konntest zu sticheln. Das konntest du nicht. Nie und nimmer, wenn du nicht Warren zu den unmöglichsten Zeiten immer wieder zum Thema gemacht hättest, hättest du uns womöglich die Hölle der letzten Monate erspart. Möglicherweise wären wir sogar... Wären wir sogar was? Verheiratet. Es ist letztendlich meine Schuld gewesen, ich geb's dir zu. Und was ich dir noch sagen wollte, ich führe nichts mehr im Schilde gegen dich und Warren. Ach wirklich? Warum denn jetzt so plötzlich, ha? Huh? Oh, na klar, der Kick, uns eins auszuwischen, ist dir inzwischen langweilig geworden, ha? Huh? Dich und Warren bloßzustellen, hat mir stets ferngelegen. Ich finde sogar, dass ich das oft verhindert habe. Aber keine Sorge, mein Ego ist mehr als einmal durch Missachtung gestraft worden und erholt sich schnell. Ach, komm schon. Lass mir nur ein kleines bisschen von dem Ruhm. Ich denke, meine Diskretion half Warren ganz entscheidend. Das weiß ich auch. Und dafür möchte ich dir danken. Also okay, das war deine gute Tat für dieses Jahrzehnt. Und jetzt sei bitte noch so überaus freundlich und lass uns in Ruhe. Ein für alle Mal, hast du verstanden? Das geht aber nicht. Ich bin interessiert an deinem Glück. Und offensichtlich ist dein Glück ja doch irgendwie mit Warrens Schicksal verknüpft. Angesichts eurer Vorgeschichte und dessen, was da noch immer zwischen euch ist. Du hast anscheinend die Zeit verschlafen, Mason. Das gehört doch längst der Vergangenheit an. Was Warren und ich früher fühlten, das ist längst Geschichte. Längst tot und begraben. Lass es unter der Erde. Was du da treibst, ist nichts weiter als Sadismus. Hör zu. In der Antarktis, in einer Gegend, wo sonst nichts wächst, sind Pflanzen gefunden worden. Einfache Farne. Und kein Mensch weiß, wie sie dahin kommen. Denn das Ökosystem hilft den Pflanzen, dort in keiner Weise zu überleben. Aber wie durch ein Wunder überleben sie. Entgegen allem Wissen über die Naturgesetze, die Farne überleben. Und worin besteht die Verbindung zu Warren und mir? Wahrscheinlich gibt es keine. Ich nehme an, die Geschichte enthüllt mehr über den Erzähler, als es ihm vielleicht lieb ist. Aha, noch ein Rätsel. Eins will ich dir jetzt mal sagen. Ich denke fast, es geht mir genauso wie diesen Pflanzen in der Antarktis. Der Bulletin gehört auf einmal dir? Dein Name steht oben auf der Vorderseite. Ich werde mich da raushalten, es sei denn, du brauchst mich. Entschuldige meine Ignoranz, aber... Wieso? Alle Anklagen gegen dich hat man inzwischen fallen lassen, also ist das doch wohl Grund genug, um dir ein Geschenk zu machen. Ich habe aber schon eine Zeitung. Ich weiß. Wie hoch ist die Auflage? Gerade mal Kleinstadtniveau. Der Santa Barbara Bulletin hat die zweithöchste Auflage in der ganzen Gegend. Und damit kannst du dreimal so viele Leser ansprechen wie mit deiner jetzigen Zeitung. Und mich nach den Anzeigenkunden richten, die quatschen mir bloß in meine Artikel rein. Tut mir leid, mit mir Nein. nicht. Alle inhaltlichen Entscheidungen liegen bei dir. Allein du bestimmst die Richtung. Nur du. Und damit ist dein Einfluss hier nicht unerheblich. Soweit richtig, nur wovon sprecht ihr? Tja, Dad, Zeit für eine Zigarre. Du erlebst die Geburt eines Presseimperiums. Wie bitte? Angela besitzt seit heute den Santa Barbara Bulletin. Und das unter meinem Banner. Als Chef vom Ganzen? Na, das ist wirklich großzügig von Ihnen, Mrs. Raymond. Ich sehe es als Investition in die Zukunft. Und mit Sicherheit zahlt sie sich aus. Ich muss jetzt zur Bank. Ich unterzeichne die endgültigen Papiere. Also bis bald. Ist ja unglaublich. Tja, wirklich großzügig von ihr. Für mich etwas zu großzügig. Wieso? Mich stören die impliziten Bedingungen. Und die wären? Ach, vergiss es. Was ist los? Was gibt's Neues? Hast du Kontakt mit Cassie? Eigentlich nicht, wieso? Naja, ich dachte nur so. Ich dachte, weil ihr beide, Mason und du, zu ihr vor Gericht sehr anständig gewesen seid,
dass möglicherweise einer von euch kommt und seinen Preis fragt. Na, was habe ich denn für eine Chance? Und selbst ohne die Komplikationen bezweifle ich, ob wir die richtige Kombination gewesen wären. Und wieso nicht? Als die Anklage auf Mord lautete, glaubte sie, ich hätte es getan. Das taten doch wohl die meisten. Du nicht, Julia nicht. Cruz? Es gab Menschen, die mir geglaubt haben, sie jeden wegzukommen. Mir scheint, ich komme unpassend. Nein, bitte komm rein. Ich habe den Quartalsbericht und die finanziellen Prognosen fürs kommende Jahr. Gut, okay. An die Arbeit. Na, wisst ihr, ich habe von diesen Sachen wirklich keine Ahnung. Das Einzige, was ich verstehe, ist mein Scheckbuch und das reicht mir völlig. Jedenfalls danke für den Besuch. Bitte, gern geschehen. Du kommst mir heute ein bisschen gereizt vor. Ja, nicht nur ein bisschen. Okay, das sind die Zertifikate der Depots, die Bilanz von den Escrow-Konten, die der Anleihen. Alles in allem nichts als schwarze Zahlen. Erstaunlich, wirklich sehr gut. Ja, ich hatte auch Hilfe. Auf Masons Rat hin konnten wir manche Investitionen verdreifachen. Und genau eben da hört der Spaß auch schon für mich auf. Mason Capwell hat absolut nichts in unserem familiären Finanzprogramm zu suchen, genauso wenig wie in unserer Familie. Damit muss einfach Schluss sein. Ende der Durchsage. Entschuldigen Sie die Frage. Wenn man jemanden bis März oder April nicht gesehen hat, darf man ihm dann trotzdem ein schönes neues Jahr wünschen? Ja, wieso nicht? Es ist immer nett, anderen Glück zu wünschen. Na dann, Happy New Year, Susanne. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Übrigens, haben Sie besondere Wünsche? Irgendwelche Vorsätze? Keine Prozesse. Ich verstehe. Für Ihren Boss ist die Sache noch glimpflich verlaufen. Ich hoffe, der Grund, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, hat nichts mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen zu tun. Nein, ganz und gar nicht. Ich hatte schöne Feiertage mit Cruz und den Kindern. Ach, dann stimmt es also, dass ihr beide liiert seid. Oh. Nein, das ist nicht wahr. Ach, kommen Sie. Nur weil ich Edens Bruder bin, heißt das noch lange nicht, dass Sie Ihre Gefühle verleugnen müssen. Das tue ich auch nicht. Ich wollte nur verhindern, dass Cruz ein Verhältnis mit mir nachgesagt wird. Geben Sie doch zu, dass Ihnen etwas an ihm liegt. Ich habe Sie ganz genau beobachtet. Sie tun ihm gut. Es überrascht mich, das von Ihnen zu hören. So bin ich. Ich war nicht erbaut von der Geschichte. Ich dachte im ersten Moment, Sie seien für ihn bloß ein Ersatz für Eden. Doch ich muss mich korrigieren. Ich schätze, ich habe mich getäuscht. Ach ja? Ja. Jeder, der Augen im Kopf hat, sieht und spürt, wie sie aufeinander reagieren. Das ist einfach Chemie. Man kann nichts dagegen machen. Eden hat sie zwar zusammengebracht, aber das muss ja noch nichts heißen, oder? Das ist Ihre persönliche Einschätzung. Liege ich da richtig? Ja, sicher. Vollkommen richtig. Was fällt Ihnen ein? Woher nehmen Sie eigentlich das Recht, zu beurteilen, was zwischen Cruz und mir vorgeht? Was ich in den letzten Wochen beobachten konnte. Ich habe beobachtet, wie Sie offensichtlich meinten, Warrens Schicksal in den Händen zu halten. Ich bin überrascht, dass Sie überhaupt das heutige Datum wissen. Und die große Frage ist, wieso Sie sich eigentlich Gedanken über mein Privatleben machen. Susanne, ich habe eine gewisse Menschenkenntnis. Und eines werde ich garantiert nie tun. Menschen, die ich mag, im Stich lassen. Und Cruz ist einer dieser Menschen. Sie gehören inzwischen auch dazu, denn Sie sind eine Freundin von Cruz. Ich weiß das. Er weiß das. Glauben Sie mir, er weiß sehr gut, welches Glück er hat. Mein Gott, er darf das zweimal erleben. So was. Ich wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr. Von wegen zweimal. Das ist doch gar nicht möglich. Mm.
Bist du sicher, dass Isi nicht da ist? Ja, keine Sorge, wir sind allein. Er ist nicht mal in der Stadt. Irgendwie liegen mir die Schwingungen hier nicht. Oh, Channing gefällt es hier sehr. Nicht wahr? Möglicherweise wird das hier bald dein Zuhause. Ganz sicher nicht, solange diese komische Anlage hier installiert ist. Mom, du drehst doch jetzt nicht wieder durch, oder? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur einen langen Tag hinter mir. Wo ist denn das süße Baby, von dem ich so viel gehört habe? Katharina, so eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich habe sie eingeladen. Sie war neugierig auf das Baby. Ist der süß. Darf ich ihn auf den Arm nehmen? Nur einen Moment. Ich glaube, er hat Hunger. Du musst die Hand vorsichtig unter seinen Kopf legen. Das weiß ich doch. Oh, ist der süß. Ein wunderhübsches Baby. Du hättest ihn bei der Entbindung sehen sollen. Das war sicher toll. Ich habe meiner Nachbarin bei ihrer Hausgeburt geholfen. Uff, du glaubst gar nicht, wie aufregend das war. Du kannst dir die Aufregung, die wir hatten, gar nicht vorstellen. Wie viele Babys kennst du, die in einer Tierarztpraxis geboren wurden? Aber anscheinend ist alles gut verlaufen. Der Kleine ist perfekt. Und er hat die Augen seiner Mutter. Ach, findest du? Ja. Ich weiß nicht, Mom, hat er deine Augen oder die des Vaters? Mom, fühlst du dich nicht wohl? Nein. Gina! Mom, was ist mit dir? Cassie? Ja? Angela, falls Sie zu Warren wollen, er musste leider zu einer Besprechung. Oh. Na, so kennt man ihn ja. Länger als 5 Minuten hält er es nirgendwo ruhig aus. Außerdem ist ja zu befürchten, dass es noch schlimmer wird, jetzt wo er für 2 Blätter verantwortlich ist. Sie haben es doch bestimmt gehört? Ja, kurz. Ein sehr bemerkenswertes Geschenk von Ihnen, finde ich. Ich halte es nun mal für wichtig, dass ein Mensch wie Warren ein möglichst großes Forum hat, damit er besonders viele Leser erreichen kann. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie sich für ihn einsetzen, oder? Ich glaube an sein Talent. Ich fand es beeindruckend, wie Sie im Prozess für Warren eingetreten sind. Denn wer kompromittiert sich schon freiwillig selbst, nur um jemand anderem zu helfen? Ich bin sicher, in meiner Position hätten Sie das auch gemacht. Das weiß ich nicht genau. Nicht, dass Warren es nicht wert sei. Ich bewundere Sie dafür. Und hassen mich ein bisschen? Nein, Angela, ich hasse Sie doch. Na, möglicherweise geht das doch etwas zu weit oder ist nicht das richtige Wort. Aber ich weiß auch, dass Sie und Warren sich früher ziemlich nahe standen. So ein Gefühl geht doch nicht einfach weg, bloß weil die Umstände nicht zulassen, dass Sie 2 miteinander ein ganz normales Paar sein können. Sie denken, ich bin eifersüchtig. Nun, ich wär's bestimmt. Ich wünsche ihm nur das Beste. Also haben Sie gegen unsere Beziehung nichts einzuwenden? Nein, selbstverständlich nicht. Das geht mich nichts mehr an. Und es ist offensichtlich Warrens Wunsch. Ich weiß nicht, die ist plötzlich einfach umgefallen. Gina. Dash, bitte unternehmen Sie irgendwas. Sie scheint ohnmächtig zu sein. Nimmt sie Medikamente? Ja, der Doktor hat ihr Beruhigungsmittel verschrieben. Warten Sie, ich hol sie. Gina. Gina, machen Sie die Augen auf. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Entweder die Brust oder die Flasche. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Keine Frage. Muttermilch hat schließlich ihren Sinn. Muttermilch ist sehr nahrhaft und schützt das Kind vor Infektionen. Das müssen Sie doch wissen, wie wichtig das für ein Baby ist. Ganz abgesehen von der äußerst starken und intensiven Bindung, die durch Stillen zwischen Mutter und Kind entsteht. Sie meinen also mit anderen Worten, dass Mütter auf der ganzen Welt prinzipiell ihren Babys die Brust geben sollten? Aber natürlich, keine Frage. Das ist ökonomisch und auch umweltfreundlich. Denn eins ist doch klar, wenn alle Frauen ihre Kinder stillen, gibt es auch keine Wegwerfgläser. Also eins steht nun mal fest. Die meisten Babys leben in der dritten Welt und haben überhaupt nichts von ihrem gut gemeinten Angebot. Ich zweifle daran, ob mein Wissen dort etwas verändern würde. Aber es geht, Gina. Sie können eine Menge verändern. Sagen Sie mir, wie? Aber gern. Ich zeig's Ihnen. Da sind Sie. All diese armen, hungrigen Babys der dritten Welt. Jetzt können Sie endlich Ihre Theorien beweisen. Also los! Gehen Sie zu den Armen und demonstrieren Sie, was Muttermilch alles vollbringen kann. Zeigen Sie es ihnen, Gina!
nicht. Ich kann's nicht. Wieso denn nicht? Da sind Millionen und Abermillionen Kinder und ich habe nur zwei. Kommen Sie bitte. Nein, das können Sie nicht von mir verlangen. Hören Sie auf, ich kann das nicht. Nein, ich kann's nicht. Nein, nicht mit mir. Gina, nein. Gina ist schon gut. Ich bin es, Dash. Dash? Nehmen Sie Ihre Hände weg. Hören Sie, ich wurde von Katharina angerufen, weil sie... Hör mir, Doktor, zu spielen, nicht mit mir. Mom, warum nimmst du nicht deine Beruhigungsmittel? Du hast die Packung nicht angerührt. Natürlich rühre ich dieses Zeug nicht an. Denkst du, ich vergifte mein Baby? Was soll das jetzt schon wieder? Diese Beruhigungsmittel werden durch die Muttermilch auf das Baby übertragen. Ja, das ist richtig, aber nur in kleinsten Mengen. Halten Sie sich da raus. Sind Sie eine Mutter? Ruhig, Gina. Geben Sie mir. Er ist Arzt. Er wollte Ihnen doch nur helfen, also bedanken Sie sich lieber bei ihm. Es ist unerträglich, dass jeder Mann mir sagt, was ich fühlen soll und wie ich reagieren soll und was ich am besten sage. Und besonders jemand mit so einer sexuellen Vorgeschichte. Lilly, am besten Sie wenden sich nochmal an den Arzt Ihres Vertrauens, damit Ihrer Mutter geholfen wird. Es geht ihr doch körperlich soweit gut. Körperlich hat sie kein Problem. Doch sie gehört in professionelle Hände und dafür sollten Sie dringend sorgen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Also, was gibt's? Ich will, dass du Cassandra endlich sagst, dass sie mit Warren in keiner Weise verwandt ist. Ist das klar? Das mache ich ganz sicher nicht und du weißt auch, wieso... Es geht hier nicht um dich, Lionel. Hör auf mit dieser Lügerei. Cassandra und Warren leben ihre Gefühle nicht aus, weil du lügst. Du musst sie aufklären und der Natur ihren Lauf lassen. Ach, wirklich? So, so. Ich glaube, mich erinnern zu können, Mason, dass bei mehr als einer Gelegenheit diese Lüge für dich sehr nützlich gewesen ist. Und dafür schäme ich mich. Ach nein. Ich kann nur für mich sprechen, aber es bereitet mir schlaflose Nächte. Und Warren und Cassandra sicher auch. Oh, oh. Ach, jetzt ist Warren auf einmal dein neuer bester Freund. Noch vor 2 Wochen hättest du einem Todesurteil von Herzen zugestimmt. Und jetzt kümmerst du dich um seine Schlafgewohnheit. In erster Linie geht es um Cassandra. Anders als Warren ist sie dein Fleisch und Blut und du willst ihr den Weg verbauen, glücklich zu werden? Du hast recht. Ich bin mitverantwortlich, wie andere auch, für ihre momentane Lage. Aha, und jetzt versuchst du dein schlechtes Gewissen reinzuwaschen. Versuch doch eine Therapie, Mason, das ist billiger. Denn sonst müssen am Ende wieder andere für deine Fehler büßen. Lionel, ich muss dieses Unrecht wieder gut machen. Mit Ausnahme von dir profitiert niemand von der Aufrechterhaltung dieser Lüge. Einer Lüge, die du bloß wegen Sophia aufrecht hältst. Einer Lüge, derentwegen Augusta in einem fremden Bett landete. 9 Monate später wurde Warren geboren. Unter dem wunderbaren Namen Lockridge. So steht es jedenfalls auf seiner Geburtsurkunde. Natürlich bekam er diesen Namen. Ach, das passte dir ja auch sehr gut. So ließ sich die Fassade für dich aufrechterhalten. Nur wirkte sich diese Lüge für viele sehr schrecklich aus. Wie lange musste Augusta deswegen in die Entziehungsklinik? Warren und Cassandra sind todunglücklich und erleiden Höllenqualen. Aber das lässt dich ja alles kalt. Das ist nicht so wichtig für dich, Lionel. Du lebst einfach weiter fröhlich vor dich hin. Fühl dich nur nicht zu sicher, denn ich prophezeie dir, dass sich in deinem Leben mehr ändern wird, als dir lieb ist. Und rat mal, woher ich das weiß. Wenn du Cassandra nicht die Wahrheit sagst, tu ich's. Du willst meine Gründe hören, wieso ich es Cassie nicht sagen kann. Nummer 1, Augusta. Ich habe es ihr versprochen und ich werde mein Wort halten. Bei ihr besteht die Gefahr, dass sie sonst völlig durchdreht. Es wäre bestimmt eine Erleichterung für sie und nicht nur für sie, sondern für alle Beteiligten, wenn die Wahrheit ans Licht käme. Aber das kannst du nicht garantieren. Das kann keiner messen. Nummer 2. Warren. Ich bin nicht bereit dazu, ihm zu sagen, sein ganzes Leben basiere auf einer Lüge. Für mich ist er mein Sohn. Und ich möchte ihn in diesem Glauben lassen. Ach, wenn ihm nichts im Weg steht, Cassandra endlich zu lieben, wird das so wichtig für ihn sein, dass er darüber deinen Betrug völlig vergisst. Also reden wir über Cassie. Was macht dich denn so sicher, dass die beiden wirklich zusammengehören? Egal, wie nahe sie sich standen, wie oft hat er sie in der Vergangenheit schon sitzen gelassen, nur um seinen verrückten Träumen nachzujagen?
Wie viele Male ist sie ihm unwichtiger gewesen als jede gescheiterte Revolution oder ein Regierungswechsel irgendwo auf der Welt? In keinem Moment wird sich, wenn er die Wahrheit hört, etwas an der Tatsache ändern, dass ihm seine Arbeit stets vorgeht. Ich finde, damit müssen die zwei allein fertig werden. Misch dich nicht ein, es ist nicht deine Aufgabe, Schicksal zu spielen. Und ich finde es unverschämt, dein Gewissen auf ihre Kosten reinzuwaschen. Ach, hör auf, Mason. Denkst du, eine einzige gute Tat bügelt all das aus, was du in deinem Leben schon verbrochen hast? So einfach ist das nicht, mein Lieber. Für eine Schadensregulierung ist es bei dir zu spät. Wenn du Cassie die Wahrheit sagst, riskierst du damit womöglich eine Katastrophe. Hör mir gefälligst zu! Mason, ich wünschte, es wäre nie geschehen, weil ich mehr darunter leide, als du dir vorstellen kannst. Indem du Warrens Herkunft verschwiegen hast, hast du vielen Leid zugefügt, dir noch am wenigsten, Lionel. Wirklich? Aber ich warne dich, das ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zur möglichen Reaktion von Cassie, wenn sie jetzt erfährt, dass sie die ganze Zeit über angelogen wurde. Denkst du, dass du ihr damit wirklich einen Gefallen tun würdest? Was ist, wenn sie daran zerbricht? Wer sammelt dann mit ihr die Scherben auf? Du etwa, Mason? Denk mal darüber nach. Susanne, hallo? Hallo. Hast du heute nicht frei? Ja. Und wieso kommst du dann her, wenn du frei hast? Ich wollte ein paar Kleinigkeiten erledigen. Du hast nicht zufällig Cruz gesehen, oder? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich habe was für ihn, ich konnte ihn aber nirgendwo erwischen. Ich auch nicht. Kann ich dir helfen? Hast du ein Problem? Was meinst du? Na ja, ich höre, dass ihr zwei miteinander was habt. So wie meine Großmutter das nennt. Und sowas führt leicht zu Schwierigkeiten. Nein. Ganz und gar nicht. Gut, das höre ich gern, denn Cruz ist ein guter Freund. Und wenn er dir was täte, würde ich ihm die Leviten lesen. Danke für das Angebot, aber das ist definitiv nicht der Fall. Ich muss jetzt ins Archiv wegen des Artikels über die Ölpreissenkung. Die was? Na, die Ölpreissenkung. Ich weiß was Besseres. Zieh erst mal los und such Cruz und versuch diesen komischen Gesichtsausdruck loszuwerden. Das werde ich nicht tun. Bist du sicher? Absolut. Tja. Falls ich doch noch über Cruz stolpern sollte, dann sag ich, du suchst nach ihm. Naja, ich weiß nicht. Vergiss einfach, dass ich was gesagt habe, okay? Wäre nicht meine Lüge. Ich bohr dauernd und erfahre nichts. Ich gehe jetzt. So. Danke. Hallo, ihr zwei. Frohes neues Jahr. Danke dir auch. Und haben Sie viel Arbeit in der Klinik, Dash? Könnte man sagen, ja. Ich würde der Klinik gern eine Spende zukommen lassen. Ich weiß ja nicht, woran es so mangelt. Am besten wir treffen uns mal und besprechen das in Ruhe. Ja, das wäre toll. Geh du schon mal vor. Ich wollte mit Mason noch was besprechen. Wie du willst. Ich warte vor der Tür. Ich beschwere mich ja nicht, aber wofür war das? Ich freue mich so. Mein alter Freund Mason. Ich merke es an der Art, wie du Dash gerade behandelt hast. Du bist schon wieder fast der Alte. Wenn es eine Veränderung gibt, dann liegt das an dir, wenigstens zum Teil. Nein, das hat mit mir nichts zu tun. Doch, du hast mir die Richtung gezeigt. Du hast mich unterstützt, als ich es dringend nötig hatte. Daraufhin habe ich nachgedacht. Darüber, wie ich war, im Gegensatz zu dem, wie ich sein wollte. Und siehe da, es tat sich eine Riesenkluft auf. Deine Appelle an mein Gewissen retteten mich vor dem Abgleiten. Und jetzt bist du fast perfekt, hm? Ja, beinahe. Ich wusste es doch. Frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Lass es dir gut gehen. Hallo. Hallo. Du solltest dich lieber zu Hause ausruhen. Augenblick noch, ich muss noch was erledigen. Hältst du mal das Baby? Ja, gern. Komm her. Gut. Dash, ich wollte mich noch entschuldigen für die Bemerkung von vorhin. Das war unfair. Ich war aufgeregt, ich hab's nicht so gemeint. Gut, angenommen. Freut mich, dass Sie das so sehen. Hören Sie, Gina, Sie müssen wissen, dass postnatale Depressionen keinesfalls unterschätzt werden dürfen.
Und Ihr Arzt verschreibt schon die richtige Dosierung des Medikaments für Sie. Nur die müssen Sie dann auch nehmen, wenn Sie schnell wieder gesund werden wollen. Und zwar regelmäßig. Ich fürchte nur die Auswirkungen auf mein Baby. Hören Sie, Gina, ich weiß ja inzwischen, dass Sie sehr viel Wert auf das Stillen legen. Doch nutzen Sie auch die Alternativen. Denn eins muss Ihnen klar sein, wenn Sie nicht für sich sorgen, sind Sie auch nicht in der Lage, für Ihr Baby zu sorgen. Kommen Sie, wie wollen Sie das beurteilen? Werden Sie erst mal Mutter und dann unterhalten wir uns weiter. Na gut. Ganz wie Sie wollen. Es liegt allein bei Ihnen. Bis dann. Aus Übersee häufen sich Berichte, wonach durch die Ernährung mit synthetischem Milchpulver jährlich Tausende von Babys in der dritten Welt vergiftet werden. Bisher verweigern die Herstellerfirmen jeglichen Kommentar, aber wie verlautet, suchen sie die Ursache in der Benutzung von Wasser aus kontaminierten Quellen. Hören Sie das, Gina? Die falsche Ernährung von Babys ist ein globales Problem. Was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Bitte? Ich muss mich schon um genug kümmern. Wie kommen Sie darauf, ich wüsste die Lösung aller Weltprobleme? Ich sage Ihnen, was ich tun werde. Denken Sie darüber nach, Gina. Es könnte auch Ihr... Schluss jetzt! Hey, ich wollte das sehen. Tun Sie mir einen Gefallen, junger Mann, und lassen Sie mich in Ruhe. Hallo. Hallo. Könntest du mir einen Gefallen tun? Kannst du noch mal woanders schlafen? Habt ihr eure Probleme beseitigt? Nein, noch nicht, aber wir versuchen es. Und was hast du vor? Also, zuerst versuche ich ihn zu finden und dann bringe ich ihn hierher. Das ist der einfache Teil. Und wie sieht der Schwierige aus? Das Schwierige ist, dafür zu sorgen, dass er nicht immer an Eden denkt. Dann haben wir vielleicht eine wirkliche Chance. Wie willst du das bewerkstelligen? Ich widme ihm so viel Zeit, wie ich nur kann. Ich darf unter keinen Umständen gegen Eden ankämpfen. Ich muss eigene Gemeinsamkeiten schaffen. Ja. Und dann muss ich zusehen, dass er merkt, was er mir bedeutet. Dass ich ihn begehre. Ihn will. Das wird harte Arbeit, oder? Das weiß ich, aber ich muss was unternehmen. So geht es nicht weiter. Hm. Und abgesehen davon kann ich ja sowieso nicht von ihm lassen. Ich weiß, es war nicht Lionels Ernst. Aber hat nicht William Randolph Hearst auch so angefangen? Ja, aber der hat es ganz ohne Mäzenen geschafft. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo der gelandet wäre. Hätte ihn zu Beginn auch jemand so gefördert. Hatte der nicht nötig. Nein. Oh, ist mein Timing mal wieder perfekt. Was ist los? Gleich zwei Besucher an einem Tag, das muss was zu bedeuten haben. Warren, hast du was von deiner Mutter gehört? Sie wurde aus der Klinik entlassen. Ja, sie hatte kurz angerufen, aber das war heute Morgen. Falls sie wieder anruft, lass es mich bitte wissen. Ja, natürlich. Danke. Tja. Wir wollten gerade aufbrechen und essen gehen, Lionel. Hätten Sie auch Lust? Wollten wir? Ja. Nein, danke sehr. Aber könnte ich von hier aus telefonieren? Klar, kein Problem. Fertig? Willst du wirklich nicht mitkommen? Nein, danke. Na gut. Ich habe circa 900 Nummern in meiner Schublade. Hallo? Oh, gut, dass Sie da sind. Hören Sie, ich möchte, dass Sie intensiv weitersuchen. Ja, mit allen erdenklichen Mitteln. Finden Sie Augusta. Heute noch. Finden Sie meine Frau. Was willst du von mir? Ich wollte nur eine Unterredung, sonst nichts. Wahrscheinlich willst du nur wieder über Warren und mich herziehen. Das kannst du gleich vergessen. Hör dir an, was ich zu sagen habe. Es wird dich sicher interessieren. Was würdest du sagen, wenn du hörst, dass man dich belogen hat? Es gibt nicht den geringsten Grund dafür, dass du und Warren... Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.